Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Austria Arms. Wir sind heute hier bei der Oberland Arms Convention in Hugelfing, direkt beim Hersteller Oberland Arms. Mit dem Matthias gemeinsam zeigen wir euch das neueste Gewehr im Hause Oberland Arms. Das ist was ganz Besonderes. Also Matthias, was hältst du da in den Händen? Erzähl mal. Das ist ein G96C. Das ist quasi unser neues Flaggschiff. Alles verbaut, was im Augenblick der Custom Shop so an coolen Sachen hergibt. Ich bin gespannt. Also G96, die Modellbezeichnung, oder generell, wie bist du überhaupt auf das Ganze gekommen oder wie hat es angefangen? Du weißt ja, ich habe das doch schon mal erzählt, dass ich auch nach wie vor Reservist bin von der Bundeswehr. Mhm. Und ich werde tatsächlich auch noch gebucht für Fremdwaffenausbildung. Und ja. Letztes Jahr war ich mit Spezialkräften in Grafenwörth, Truppenübungsplatz. Mhm. Dort haben wir Bundeswehrkräfte ausgebildet, die nach Mali gegangen sind. Mhm. Und die Spezialkräfte hatten neu ihr G95 von Heckler & Koch. Mhm. Und eine tolle Waffe, keine Frage. Mhm. Und ich habe mir das so angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ich kann das besser. Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn man mich gefragt hätte, wie hätte ich es gemacht? Okay. Und daraus ist das hier entstanden. Und es ist wirklich nicht zu ernst zu nehmen, dass wir jetzt quasi eine Gegenantwort auf das G95 von Heckler & Koch machen, sondern es ist doch wirklich mit einem deutlichen Augenzwinkern zu sehen, unsere Interpretation des Themas. Mhm. Einfach auch aus Sicht von unserem Custom Shop, wo wir einfach ein handliches Gewehr machen, wo wir alles so reingebaut haben, wo wir der Meinung sind, das ist für so eine Waffe jetzt, oder wäre das das Richtige. Okay, na dann fang einfach mal an zu erzählen, was für Features haben wir denn da vor uns in dem Gewehr drinnen? Wir haben natürlich das zum Anlass genommen, auch zu zeigen, was wir gerade an Neuerungen reinbringen. Mhm. Also das sind unsere neuen Griffe. Ja. Mit dem Golfballmuster, womit wir ja bei dem Magazin schon angefangen hatten. Mhm. Und die Griffe gibt es jetzt in zwei Größen. Mhm. Nämlich das ist der Large und es gibt noch ein Medium. Mhm. Und wir machen das auch so, dass ab in circa 2 Wochen alle Waffen serienmäßig mit 2 Griffen kommen. Also ein Griff ist montiert und die andere Größe liegt dann der Waffe bei im Koffer. Mhm. Kann der Kunde also dann an seine Handgröße anpassen. Mhm. Dann haben wir den Schaft modernisiert und haben dem jetzt auch das Golfballmuster verpasst. Keine außenliegende Riemenöse mehr, weil viele sich daran gestört haben. Er ist halt jetzt ein bisschen stromlinienförmiger geworden, ist auch etwas leichter geworden, weil wir hier Material weggelassen haben. Mhm. Dann kommt diese spezielle Waffe serienmäßig mit einem beidseitigen Spannschieber. Beidseitige Sicherung haben sie sowieso schon immer gehabt. Mhm. Dann haben wir bei dem Modell die Eratac Metallvisierung, weil die meiner Meinung nach eigentlich von den ganzen Backup-Sites die beste ist, die am Markt ist. Mhm. Dann haben wir ein Geisel- und Matchabzug serienmäßig drin. Ja, Two-Stage oder Single-Stage? Two-Stage. Okay, ja. Dann haben wir eine Cerakote-Beschichtung in Coyote 10 und Battleship Grey. Mhm. Und das Ganze kombinieren wir dann mit Coyote Braun Anbauteilen aus Kunststoff. Mhm. Das gibt absichtlich so ein bisschen ein buntes Finish. Es soll gar nicht so einheitlich aussehen. Das also dieses beim G95 typische 50 Shades of FDE. Genau, das wollte ich gerade sagen. Okay, ja. Und dann haben wir noch was gemacht, was ich finde der ganzen Sache noch einen sehr nicen Touch gibt. Das ist einfach, wir haben den Mündungsfeuerdämpfer, der auch schon für den KDA vorbereitet ist, und den Verschlussträger in der gleichen Farbe PVD nitrieren lassen. Mhm. Und das Ganze gibt dann eine Waffe mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Ja. Und also ich finde die sehr schick. Absolut. Und speziell sowas, also wenn der jetzt zu ist und man öffnet den jetzt und schießt damit und man erkennt da so einen andersfärbigen Verschlussträger, das macht schon was aus. Und das ist absoluter Wow-Element. Absolut, was man vielleicht nicht so gut sieht, ist, dass der Lauf auch ganz besonders ist. Der hat nämlich so Ballfräsungen drin. Also extra Gewichtsersparnis und die Fliege war jetzt kurz am Handschutz und optisch cooles Detail. Hat auch unsere neue Gasentnahme, die verstiftet ist und gegen Verdrehung gesichert ist. Wir hatten ja vorher das System mit den Klammern und die Gasentnahme besteht jetzt nur noch aus 2 Teilen. Also eigentlich die Gasentnahme nur ein Teil plus der Splint. Mhm. Einfacher kann man sie machen, die wiegt nichts mehr und ist super stabil. Mhm. Also echt ganz interessant. Der Handschutz ist auch ein bisschen anders. Der Handschutz ist auch neu. Ja. Also man muss dazu sagen, wir haben ja eine für uns neue Lauflänge jetzt gemacht. Die Waffe hat 12,5 Zoll. Mhm. Das sind also so knapp 32 cm. Mhm. Und hat
einen 11,5 Zoll Handschutz, yeah. Also geht bis vorne hin. Und die Waffe hat unten nur M-Lock, kein Picatinny mehr. Mhm. Hat an der einen Seite, wo man ja die Lampe hinmacht, Picatinny, auf der anderen Seite gar nichts. Mhm. Also so viel weggelassen, wie es irgendwie geht, mhm. um die Waffe stromlinienförmig zu machen. Denn bei allem Spaß, den wir hatten, das zu kreieren, es war natürlich schon auch ernst gemeint mit dem G96, weil das ist was, das G95 von Heckler & Koch ist ein tolles Gewehr, aber sehr, sehr schwer. Ja. Die Waffe wiegt 2,9 Kilo. Mhm. Das ist sehr leicht für ein Modell. Ja, das ist sie tatsächlich. Mhm. Und es greift sich auch ganz gut an, durch das, dass hier der M-Lock durchgehend bis vorne ist. Kann man da wirklich schön, also ich habe auch doch längere Hände, kann man wirklich ganz gut hingreifen und das bedienen. Cool. Schon, gell? Nein, farbtechnisch. Gibt es die dann auch in anderen Farbkombinationen? Oder? Man kann sie natürlich in anderen Farben ordern, aber es wäre fast schade drum, weil der Wiedererkennungswert ist halt der hier. Ja. Es hat schon was. Absolut geil. Wann werden die verfügbar sein, nachdem das jetzt quasi die Premiere ist? Wir liefern in 2 Wochen die ersten aus. Ja. Wir haben, ohne großartig was zu sagen, haben wir einfach mal ein paar produziert und hier auf der Messe sind auch schon welche bestellt worden. Das sind auch so Kleinigkeiten wie der Schriftzug G9610 mit dem QR-Code drauf. Mhm. Das ist sehr militärisch. Mhm. Das macht schon was her. Ich meine, die Bezeichnung C lässt ja darauf vermuten, dass es dann vielleicht auch eine etwas längere gibt, eine K oder eine normale G96. Es ist tatsächlich eine 14,5 schon in Vorbereitung. Die wird jetzt als nächstes nachgeschoben. Ja. Und ansonsten halten wir uns das noch offen. Da werden wir sehen. Ja. Ja, sehr geil. Was wir machen ist, dass wir für Sportschützen in Deutschland haben wir diese blöde Regelung mit dem Paragraph 6 und es wird für Sportschützen den gleichen Förderschaft geben ohne durch Durchbrüche und dann können auch Sportschützen die Waffe kaufen in Deutschland. Ja, es ist natürlich dann auch ein optischer Leckerbissen, der dann auch denen ermöglicht wird. Ja. Genau. Sonst ausstattungstechnisch, was ist dann jetzt quasi dabei? Man kriegt die Waffe mit den ganzen, wie besagten Anbauteilen. Ist dann noch die Waffe, so wie sie da ist, insgesamt 3 Magazine dabei, dann noch 3 M-Lock-Covers, auch mit dem Golfballmuster, kann man platzieren nach Wunsch. Mhm. Koffer, deutsche Bedienungsanleitung. Okay. Sehr, sehr spannend. Ja. Also absolut cooles Teil, quasi das neue Flaggschiff von Oberland Arms. G6. Ja, quasi. Ja. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Gefällt mir optisch sehr gut. So. Also, was sagt ihr Leute? Oberland Arms G96C, das 12,5 Zoll Allround-Wunder. Flaggschiff von Oberland Arms, ganz neu jetzt rausgekommen. Cooles Teil, Premiere jetzt hier auf dem Video. Bin schon gespannt, also damit dann auf jeden Fall einmal schießen gehen. Und können wir machen. Das kann schon was, ja. Lässiges Teil, was haltet ihr davon? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Folgt Oberland Arms auf Facebook, auf Instagram. Da gibt es mehr Bilder von dem Ding zu sehen. Und ja, lasst es uns wissen, was ihr davon haltet. Super. Cool. Also, dann schauen wir uns noch an, was es noch alles von Oberland Arms gibt. Weitere Videos, schaut einfach in den Kanal rein. Es folgt noch einiges. Also, dranbleiben und bis bald. Ciao.